Ja, schönen guten Abend aus dem Eisstadion Graz-Liebenau, aus der kleinen Halle. Wir haben wieder einmal, sind live auf Sendung durch die GmbH Media, sehr gut vertreten. Ruppi Strohmeier bei mir. Wichtiges Spiel, wie immer eigentlich in der Meisterschaft, aber ich glaube, für Zeltweg geht es, glaube ich, ganz heiß her. Die müssen die letzten vier Spiele gewinnen, um zu wahren. Und wie wird es ihr heute angehen, Ruppi? Ja, also, es, wie du sagst, das ist eine wichtige Partie für beide Mannschaften. Bei uns heißt es auch, bei uns, wir brauchen noch genau drei Punkte, dass wir auch fix erstens in den Playoffs sind, zweitens auch fix Zweiter sind. Dementsprechend wichtig ist natürlich, dass wir vor allem in der Defensive kompakt stehen. Wir wissen, Zeltweg hat in der Offensive sich noch ordentlich verstärkt, auch in den letzten Partien ordentlich viele Tore geschossen. Und wir wissen, ihre Stärke liegt absolut in der Offensive, deswegen halt bei uns heißt es defensiv gut stehen. Chancen werden wir auf alle Fälle kriegen. Was ist die Aufstellung kurz? Ja, Christian Bobatnik bei mir heute in Graz-Liebenau. Brisantes Spiel. Die Chance wird natürlich gewahrt werden. Wie wird sie jetzt das Spiel ansetzen, um gleich Graz vielleicht die nötige Schneide abzukaufen oder zumindest die Punkte nach Zeltweg mitzunehmen? Naja, wir hoffen heute wieder natürlich auf den Oliver Setzinger, dass er unsere Mannschaft anführt. Wir haben leider wieder drei Corona-Fälle. Darum muss er eh einlaufen. Also, ja, wir haben in Wien auch gut gespielt und uns durch blöde Strophen das Match dann zerstört. Aber ja, wir machen es heute am Freitag. Also die Offensive wird leben und ich werde schauen, dass gleich da die Punkte mitnimmt und die Chance warnt jetzt nicht. Passt. Okay. Alles Gute, servus. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Hause auf den PC, TV-Schirmen, Handys und so weiter, noch einmal recht herzliche Begrüßung aus dem Stadion Liebenau, aus der kleinen Halle zum Spiel ATSE Graz gegen EV Zeltweg. Wie schon vorher kurz angeschnitten, wer es gehört hat, es ist ein brisantes, sehr brisantes Spiel für Zeltweg. Sie müssen die nächsten vier Spiele gewinnen, um noch die Möglichkeit zu haben, dass sie doch unter die ersten drei kommen und somit das Playoff erreichen können in der OHL. Ja, sie fangen beide, wie der Christian Bobatnik, der Spielertrainer, gesagt hat, sie werden sehr offensiv beginnen, glaube ich, Zeltweg sofort das zum Glas stellen und jetzt da kurz nebenbei die Mannschaftsausstellung von ATC, Zeugswetter spielt im Tor. Mörd, Sanin, die erste Verteidigungsreihe mit Maixra, Dreimann und Scheriau. Nebenbei, wie gesagt, es ist schon ein Offensivzwang von Zeltweg hier. Zweite Linie, die erste Linie, wie gesagt, ist erledigt. Zweite Linie ist Wikström, Petrovic in der Verteidigung mit Winzig, Kapitän, Zierer und Haas. Die dritte Linie ist Strohmeier, unser Spielertrainer, mit Hatzenbichl in der Verteidigung und Harand und Krenz mit dem zweiten Strohmeier spielt als Stürmer in der dritten Linie. Zeltweg im Angriff, Graz sehr gut gestört, Graz im Konter. Gut abgewehrt, Winzig schon vorm Tor und eine recht gute Chance, aber noch nicht genau das Visier eingestellt. Und das wird schon recht ruppig im Drittel von Zeltweg. Aber sie kontrollieren wieder die Scheibe und kommen jetzt langsam kontrolliert wieder aus dem Drittel heraus. Zeltweg wieder im Drittel von Graz. Können sich aber nicht festsetzen und Graz hat die Scheibe wieder unter Kontrolle und wieder ein bisschen ein Geplänkel in der Mitte. Aber wenn die Grazer Lunde riechen, sind sie in der Offensive sehr gut. Sehr schöner Schuss. Nachschuss von Meixner
und Verkehr, sehr großer Verkehr vom Tor, aber der Tormann von Zeltweg, Brenkosch, zuerst gehalten und anscheinend ist der Puck jetzt doch hinter die Linie geschlittert, man hat es aber nicht so richtig erkennen können. Also warum Tor? Tor für Graz, also das hat jetzt keiner richtig gesehen, wer das Tor geschossen hat, das muss ich mir verlassen auf den Schiedsrichter, wen er da angeht, weil eigentlich hat man den Puck nicht gesehen. Das Tor sollte die Nummer 5 geschossen haben, also sie sind sich selber noch nicht. Wuppi Strohmeier, da muss ich irgendwie, ich werde den Torschütz jetzt nochmal nachtragen, weil der Wuppi Strohmeier war meines Erachtens nicht so weit vom Tor, aber ich werde das noch einmal errühren, vielleicht werden wir das in der Wiederholung noch einmal sehen, aber nichtsdestotrotz, der ATC führt 1:0. In Graz zu Hause und es geht recht munter weiter. Ja, dann Nummer 5. Bastet, ja. Wie ich gerade höre, Rupi Strohmeier war nicht der Torschütze, aber den werden wir noch einmal nachtragen. Die Schiedsrichter müssen das also erst eruieren. Graz kontrolliert in der Mitte die Scheibe. Hat natürlich jetzt überhaupt keine Eile, sofort die Offensive zu suchen. Aber sie sind schon wieder im Dritter vom Zeltweg. Und jetzt bin ich Ihnen noch schuldig, die Aufstellung vom Zeltweg, die ich jetzt nachtragen möchte. Im Tor, wie gesagt, Brenkutsch, auch ein sehr, sehr erfahrener Spieler. Guter Schuss von den Zeltweg, erfahrener Spieler, der auch Bundesliga und beim KC schon gespielt hat, in Zeltweg Bundesliga gespielt hat. Und jetzt drückt Zeltweg auf den Ausgleich, aber Graz kann es kontrollieren. Jetzt geht es weiter in der ersten Linie, ist Tadic und Panzer als Verteidiger, Setzica, Matejka und Dean Hoppel in der ersten Linie, die Stürmer. Zweite Verteidigungslinie, Saria Rohrer. Dann im Sturm Andi Forcher mit Schichel und Daniel Forcher. In der Verteidigung, in der dritten Linie ist Herzl, da wird immer einer von der ersten und zweiten Linie einer einspringen. Die Verteidiger, das Spiel mit 5 Verteidiger, Zeltweg am Anfang. Und in der dritten Linie ist der Quinz, der Spielertrainer Popatnik Christian, in der Mitte und der Schernägel. Graz kontrolliert eigentlich das Spiel recht gut jetzt, lässt da keine Hektik aufkommen. Im eigenen Drittel hat die Scheibe, drängt nicht unbedingt in die Offensive. Keiner Fehlpass, aber Zeltweg kann zurzeit noch nicht die Scheibe richtig bändigen und den Druck im Drittel von Graz aufbauen. Ja, was ich noch sagen wollte, es gibt natürlich einige Spiele in beiden Reihen, die auch schon in der Bundesliga oder wie gesagt in der EBL oder ICL in der höchsten österreichischen Spielklasse gespielt haben. Und wie bei Zeltweg ist halt sein zweites Spiel der Oliver Setzinger, der letztes Jahr noch bei den 99ers war und heute sein Debüt in Graz als Spieler in der OHL gibt. Thank you.
Ja, jetzt hat sich das Spiel ein bisschen beruhigt. Wird ein bisschen auf Abwarten gespielt. Hat es den Anschein. Zoltek muss sich erst finden. Ist jetzt da mit der dritten Linie am Eis gegen die dritte Linie der Grazer. Bobatnik, der Spielertrainer, schaut nur, dass die Scheibe tief kommt, dass man vielleicht ein bisschen Druck ausüben kann. Aber Graz hat wieder die Scheibe im eigenen Drittel unter Kontrolle und fährt somit wieder zum Konter. Sehr, sehr schöner Schuss, ein Stangenschuss von der Nummer 85. Der Grazer. Das ist wieder Graz, sehr offensiv und spielt sehr gut im Offensivdrittel. Zeltek kann sich befreien, macht einen Konter. Starkes Spiel von Matejka, glaube ich, ist kurz vor das Tor gekommen, aber nicht wirklich effektiv. Und erste Linie jetzt von Zeltek am Eis, probieren mit Matejka wieder Druck auszuüben. Setzinger am Eis bietet sich an. Ist natürlich nicht einfach auf den Setzinger, glaube ich, weil auf ihn schaut man natürlich ganz speziell. Und jetzt war unerlaubter Weitschuss von Zeltek. Bulli wird ausgeführt im Drittel von Zeltek von Brenkusch. Erste Linie gegen erste Linie. Beide haben die stärksten Formationen hier. Graz gewinnt das Bulli. Ist offensiv wieder ganz stark. Hat schön probiert. Die Nummer 11 von Graz. Dreimann wollte den Bauernschmäh machen und ums Tor und ins kurze Eck schießen. Ist ihm nicht ganz gelungen. Zeltek wieder vom Tor. Der Grazer wieder kein Problem. Graz die Scheibe. Kommt mit Meixner kurz über die rote Linie. Kontrolliert das Spiel. Meixner kommt schon wieder. 1 gegen 1. Aber Tadic hat sehr gut das regeln können. Aufbau von Zeltek, nutzen auch wieder den Aufbau zum Wechsel. Muss man auch sagen, heute wieder zwei Schiedsrichter plus zwei Linienrichter im Einsatz. Es gibt so eine Eingewöhnungszeit, wo die Schiedsrichter in den Playoff dann wirklich also immer zwei Paare pfeifen und sollten natürlich auch das Niveau der Schiedsrichter und auch vielleicht vom Spielverlauf dann erkennbar sein, wenn dann zwei Schiedsrichter das Match immer wieder pfeifen werden. Sagt Zeltek wieder im Angriffsdrittel, aber kann sich nicht festsetzen. Befreiungsschrat von ATSE wollte der Spieler eigentlich gar nicht und ist jetzt unerlaubter Weitschuss und das Bulli vor Zeugswetter im Drittel des ATC. Ja, ist eigentlich jetzt die Schnelligkeit ein bisschen zurückgeschraubt. Ich glaube, beide wollen sich noch ein bisschen besser abtasten, die Mannschaften. Und es ist zwar Kampf, aber auch, wie ich so sehe, ein bisschen Krampf auch noch bei der Mannschaften dabei. Zeltek kommt nicht richtig in Schwung und Graz muss nicht richtig den Offensivdrang forcieren. Was ich auch noch dazu sagen möchte, es ist ein Debüt auch heute in Graz. Der ehemalige 99er-Spieler, Graz KC-Spieler, mit KC auch Meister und Wiener, Patrick Harand, hat auch sein Debüt für den ATC heute in Liebenau. Ja, super pariert von Zeugswetter. Kein Problem vom Tor. Zeltek nutzt die Chance, spielt
wie ich sehe, mit drei Linien zurzeit, wechselt ganz normal durch und riskiert natürlich jetzt nach 10 Minuten überhaupt nichts. Also knapp 9 Minuten 50 sind gespielt und eine recht offene Partie, Nummer 79, super Kombination von den Grazern. Sehr gut herausgespielt und ganz leicht den von Scheria, Dreimann, Meixner wieder am Eis. Jetzt wieder gegen die Einzellinie von Zeltweg. Setzinger versucht so ein bisschen im Alleingang, ein bisschen Druck auszuüben auf die Verteidigung, aber Kratz steht sehr gut und hat natürlich gerade auf diese Spieler wie Setzinger sicher ein extra Auge und wird den ein bisschen mehr decken wie normal. Graz wieder im Aufbau, sehr kontrolliert, keinen Druck mit Harand. Nur ein kleiner Fehlpass auf Meixner, Zeltweg kommt wieder zurück, Matejczka Schuss, aber kein Problem für Zeugswetter. Beide Mannschaften nutzen wieder die Gelegenheit zum Wechseln, ein bisschen ausruhen, dass man dann wieder eigentlich Vollgas geben kann. Ja, ich nutze die Zeit wieder, wie ich gesagt habe, schon am Anfang. Bedanken tun wir uns bei der GmbH Media für diese super Bilder live unter einem Stream immer zum Anschauen. Danke auch an die kleine Zeitung, die dieses Spiel sehr beworben hat. Und ich hoffe, wir können Ihnen schöne Bilder und eine angenehme Zeit nach Hause ins Wohnzimmer schicken. Oder wo auch immer Sie jetzt da dieses Match anschauen. Wie gesagt, nächste Woche hoffen wir auch, dass es uns zugute kommt, dass die Corona-Maßnahmen ein bisschen gelockert werden und wir auch beim nächsten Heimspiel dann wieder Zuschauer in der kleinen Halle in Graz dann bei den ATC-Spielen begrüßen dürfen. Graz baut wieder auf, recht kontrolliert, Zeltweg macht einen recht guten Vorcheck, kommen aber nicht richtig dazu. Graz im Angriff, wieder die erste Linie, sehr schöner Schuss von der Nummer 16, Mörtel Nikola, Prenkusch gut gehalten und es geht schon wieder runter Richtung Zeltweg, Richtung Graz-Tor, wo die Zeltweger aber nicht richtig kontrolliert zu einer Chance eigentlich kommen. Grad sehr solide, hinten lässt nichts anbrennen, Scheibe raus, Wittenstrom, Petrovic, sehr routinierte zwei Verteidiger bei Graz hinten, die lassen da nichts anbrennen. Popatnik, Schuss, eher, sage ich mal, von der blauen Linie ein bisschen ein Verzweiflungsschuss, dass man nutzen kann, das Wechseln und Zeugs wird da wieder sehr gut pariert. Bulli vor Zeugswetter. Muss noch einmal wiederholt werden. Anscheinend der Grazer Stürmer hat sich ein bisschen zu früh bewegt. Und Bulli gewonnen von Graz, hat das kontrolliert rausgespielt. Guter Pass jetzt von einem Zeltweger Verteidiger. Aber Zeltweg spielt bis zur blauen Linie nicht so schlecht, aber die Grazer kontrollieren das. Wir haben eigentlich immer die Scheibe unter Kontrolle, sodass nichts weiterkommen. Schiedsrichter lässt jetzt, glaube ich, meines Ermessens ein bisschen härter spielen, weil ein paar Schläger krachen gehört, aber anscheinend ist es noch im Rahmen und es gibt keine Strafen. Eising, unerlaubter Weißschuss. Das Bulli wird im Drittel vom ATSE ausgeführt. Vor Zeugswetter wieder.
Uli gewonnen, aber der Schuss war ja ein Schussal. Zeugs wird da wieder pariert, geht wieder von der gleichen Seite los. Graz hat einen Mann gewechselt und zurzeit 7 Minuten 9 sind noch zu spielen, aber jetzt macht der Schiedsrichter wieder einen. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat mit dem Wechsel, es war Unterbrechung und da steht eigentlich der Mannschaft zu zum Wechseln, aber kann nichts machen. Schiedsrichter ist der Schiedsrichter, was er sagt, das hat eigentlich recht. Graz baut wieder auf. Mit Ruppi Strohmeier einen sehr starken und guten Pass gemacht. Stürmer greifen an. Der Krenz. Patrick Harand am Eis. Ganz ungewohnt meinerseits, wenn er noch gegen mich gespielt hat, hat der Patrick Harand kein Gitter gehabt, aber wahrscheinlich ist es ein bisschen eine Vorsichtsmaßnahme. Spielt heute mit Gitter. Sein Debüt. Schöner Pass. Schöner Schuss von der Nummer 6 von Zeltweg, aber Zeugswetter hat wieder parieren können. Das wollte gerade sagen, Zeltweg wird sie festsetzen, aber wieder nichts. Grad kontrolliert die Scheibe. Schwer, ein kleiner Fehler vom Verteidiger. Der Schiedsrichter ist im Weg gestanden. Und somit hat Graz wieder einen Puck und kann es eigentlich jetzt wieder ruhiger angehen und kontrollierter zumindest. Beide Vereine nutzen wieder den Wechsel und unerlaubter Weitschuss vom Grazer Verteidiger, der jetzt eigentlich ein bisschen überhastet reagiert hat. Winzig, Zierer und Haas am Eis, zweite Linie von Graz gegen die zweite Linie von Zeltweg. Sie müssen mich ein bisschen entschuldigen, wenn ich die Namen nicht gleich weiß. Spieler sind sehr viele am Eis und ich muss immer auch auf meiner Liste nachschauen, wer jetzt genau da ist. Jetzt auch die zweite Linie ist jetzt von Zeltweg am Eis, auch mit Saria Rohrer, Andi Forcher, Schichel, Daniel Forcher. Graz macht wieder Druck über Meixner. Meixner mit Harand. Mit Zierer und Haas. Sehr gute Chance, aber Puck ist schon wieder im Drittel. Zeltweg hat sich befreit. Kommt wieder mit der dritten Linie, mit Spielerbrechern Christian Popatnik, Quinz. Und die Scheibe kontrolliert. Machen einen Aufbau. Herzl, junger Verteidiger, ein bisschen nervös vielleicht, passt nicht so gut angekommen. Meixner kontert wieder. Sehr gut durchgesetzt. Schirau spielt in Position, hat abgewartet. Ein Traumtor. Meixner hat sich durchgedankt. Schirau hat ein bisschen gewartet, hat den Pass bekommen. Die Zeltweger da ein bisschen indisponiert gewesen mit der dritten Linie, was mir vorkommen ist. Und ein sehr, sehr schöner Schuss ins kurze Kreuzeck. Brenkusch vielleicht ein bisschen die Sicht verstellt gewesen. Und 4 Minuten 46 zum Schluss des ersten Drittels führt Graz 2:0. Matejka. Gewonnen, ist direkt auf dem Zug zum Grazer. Sehr guter Schuss vom Zeltweger Verteidiger, aber Zeugswetter hat sehr gut pariert. War die Nummer 3, Tadic hat geschossen und war eigentlich von Zeugswetter sehr, sehr gut gehalten. Das Bulli gewinnt, hat es eh wieder kontrollierend das Spiel im eigenen Drittel. Kommen einmal über die blaue Linie, war dann ein bisschen, ja, zu viel Verkehr auf der blauen Linie, haben sie verloren. Und jetzt hat die erste Linie versucht mit Vorcheck, den hatte sie schon im eigenen Drittel, sehr tiefer Vorcheck von Matejka. Und Graz kann sich aber trotzdem befreien mit Petrovic, ein bisschen weit vorgezogen gewesen als Verteidiger. Setzinger die Scheibe,
probiert irgendwo Löcher aufzureißen, muss die Scheibe aber zurück und den Verteidigeraufbau, leider ein schlechter Aufbau, hat zu überhastet ein bisschen der Panzer. Aber jetzt der Tadic, was ich sehe, will das kontrollieren, den Aufbau, kommen auch bis zur roten Linie, aber Graz steht sehr gut, hat es abgefangen, wie gesagt, schaut auch auf Setzing an, auf die Schlüsselspieler, und die können sie zurzeit noch nicht durchsetzen. Graz hat wieder die Scheibe hinten, der Probi Strohmeier und Petrovic hat einen sehr schönen Aufbaupass gemacht, Graz wieder im Vormarsch über die blaue Linie. Meines Erachtens ein Foul, hätte ich wohl sagen, Stockschlag von einem Zeltweger-Stürmer, wissen wir gleich, wer das ist, eindeutig gewesen. Stockschlag ist natürlich nicht förderlich. 3 Minuten 5 vor Schluss des ersten Drittels, weil ja doch jetzt da Graz die Möglichkeit hat, mit 3:0 davon zu ziehen. Nummer 59 vor Daniel, meines Erachtens korrekte Strafe. Und Forcher sitzt jetzt 2 Minuten auf der Strafbank. Graz im Angriffstrippel, kann sie festsetzen, macht es sehr gut. Wuppi Strohmeier kontrolliert hinten. Graz hat eine eigene, hat die zweite Linie, die Baublinie, spielt mit Meixner. Meixner dreimal in den Scheria, ich glaube, der will jetzt nicht unbedingt die Linien auseinanderreißen, finde ich auch meines Erachtens überhaupt keinen Bedarf. Graz führt 2-0, 3-0 wäre sicher eine schöne Führung, wenn sie es mitnehmen in die erste Pause, aber wie gesagt, die haben überhaupt keinen Stress und machen jetzt einen richtigen Powerplay-Aufbau, nutzen das aus, dass sie einen Mann mehr sind. Wikström hat die Scheibe hineingeführt, hat aber einen Druck gekriegt auf den Verteidiger. Setzinger die Scheibe zu einem Konter, 1 gegen 1 Situation, hat einen guten Schuss gehabt, aber wieder Zeugswetter da, kein Problem. Schuss von Tadi, war ein sehr gut angetäuschter Schuss von Tadi, ist nicht durchgeführt. Zu viert kann sich jetzt Zeltweg festsetzen, guter Schuss vom Verteidiger Panzer, glaube ich. Und Zeugswetter hat wieder gehalten. Also leichter Druck, besserer Druck mit 4 Leuten eigentlich wie mit 5 zurzeit. Und jetzt ist wieder das Bulli im Drittel von Zeugswetter. Zeltweg hat die Scheibe, spielt sie tief, um Zeit zu gewinnen. Saria sehr gut gemacht. Petrovic, Aufbau, aber jetzt haben sie das richtige Rezept, Zeltweg, er macht sehr hohen Vorcheck und Graz tut sie ein bisschen schwer. Jetzt mit Krenz rein, super Pass von Krenz, super Chance von Harand, Verteidiger, hat sie ein bisschen verzettelt, der Niki Zierer, und jetzt Konterchance von Zeltweg, das wäre jetzt gewesen, aber leider Zeugswetter wieder da und gehalten. Jetzt war Graz eigentlich seine Stärken nicht wirklich ausgespielt, sondern eher den sogenannten Schlendrian ein bisschen drinnen gehabt und nicht mit hundertprozentigem Nachdruck, kommt mir vor, das Powerplay gespielt. Petrovic wieder im Angriff mit Dreimann und war ein bisschen ein Missverständnis auf der blauen Linie und die Scheibe wieder im Drittel vom ATC, aber kontrolliert. Versuchen die Scheibe rauszuspielen, 26 Sekunden im ersten Drittel ist noch zu spielen, 2:0 für ATC, haben das Recht unter Kontrolle, wieder Angriff über Meixner, Dreimann wird vorm Tor, wird es ein bisschen ruckiger, aber alles okay, wird sich nicht mehr ausgehen, 4, 5, 4, 3 Sekunden noch, 2 Sekunden, Graz hat die Scheibe und somit ist das Spiel zu Ende. Das erste Drittel zu Ende, Entschuldigung.
Ja, Patrick Arendt, Gratulation einmal zum bis jetzigen sehr guten Einstand. Erstes Spiel, glaube ich, heute für ATC und fast in der alten Heimat. Zuerst in der großen Halle und jetzt in der kleinen. Wie fühlt man sich? Ja, nach 2 Jahren Pause ohne Spiel und wenig Training. Anstrengend. Ungewohnt, aber es macht Spaß. Das ist das, was ich gesagt habe, was ich machen will. Spaß ist ja immer, wenn man führt, nicht? Kommt noch dazu, dann spielt man leichter. Aber mir hat es ein bisschen gewundert, Zeltweg eigentlich spielt um die letzte Chance und ihr habt aber eigentlich das Spiel recht gut unter Kontrolle im eigenen Drittel und die Zeltweger können den Vorteil noch nicht so ausnutzen. Ist das richtig oder sind da noch ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten mit Zeltweger im Offensivraum? Wenn wir das ein bisschen optimieren können, im eigenen Drittel noch die Fehler noch mehr dezimieren, können wir heute mit einem Sieg nach Hause. Aber wie gesagt, nochmal kurz, vielleicht haben das die Zuschauer nicht verstanden, ihr habt Zeltweg muss gewinnen, sonst ist die Chance abgefahren eigentlich für den dritten Platz und zurzeit können sie aber nicht wirklich einen Druck aufbauen auf euch. Ja, ich hoffe, das bleibt auch weiter so. Zeltweg muss gewinnen, wir wollen gewinnen. Damit wir da das eigentlich fixieren, das Ganze, müssen wir schauen, dass wir in den nächsten 2 Drittel einfach alles noch verbessern und den Punktestand in Deutschland so halten. Gut, dann viel Spaß, was du hier haben willst und alles Gute. Danke. Danke. Liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück aus der Pause, haben ein bisschen fachgesimpelt und haben jetzt da gesehen, Mannschaftsaufstellung, was ich jetzt gesehen habe, bleibt alles das Gleiche. Die ersten Linien sind wieder aufgestellt, Bulli zum 2. Drittel. Gleich einmal der Puck wieder im Drittel der Zeltweg Lions, aber sehr gut abgefangen von dem Grazer Verteidiger, Stürmer. Nummer 81, glaube ich, Scheriau war das und unerlaubter Weitschuss. Bulli wird vor Brenkusch ausgeführt und wieder die Chance natürlich gleich für Graz ein bisschen Druck auszuüben. Was ich da jetzt gesehen habe, aber der Rupi Strohmeier tut schon ein bisschen härter gebieren, fängt mit der 2. Linie an. Vielleicht ist das so ein irgendwie eine Taktik schon, dass die 2. Linie von Graz jetzt gegen die 1. Linie von Zeltweg spielt, dass man Setzinger ein bisschen aus der Schusslinie nimmt, aber unerlaubter Weitschuss, eher glaube ich ein Hopperla passiert, das wollte glaube ich der Gruppe Strohmeier nicht machen, weil der glaubt, es kommt irgendein Stürmer in Position. Chris Haran beim Bulli vor dem Tor von Zeugswetter. Und
und auch jetzt hat auch Zeltweg gewechselt auf die zweite Linie und die erste Linie rausgenommen. Großer Kampf auf der blauen Linie. Zeltweger hat sich durchgesetzt. Versucht ein schöner Pass vom Tor, aber Schichel hat jetzt seinen Bruder nicht hundertprozentig ins Bild drücken können. Wir bleiben im Drittel vom ATC und wieder Bulli vor Zeugswetter. Bisschen ein Geplänkel hinterm Tor von Graz, versuchen die Scheibe zu kontrollieren, bleibt aber der Puck im Drittel der Grazer. Zeltweg macht jetzt ein bisschen Druck und Graz kann sich aber trotzdem recht gut befreien und ist schon auf dem Zug wieder ins Drittel von Zeltweg. Reinkusch hinterm Tor die Scheibe gestoppt, war es korrekt, ist nicht aus der Begrenzung gefahren und schon wieder Aufbau der Grazer Verteidiger. Aber hat man nicht so ausgeschaut, als ob so mit hundertprozentigem Nachdruck Dreimann und Scheriau eher das, den Puck locker hineinspielen wollen. Schichel macht jetzt wieder Druck auf das Tor von Zeugswetter, aber sie kommen einfach nicht durch, die Zeltweger. Mit der dritten Linie jetzt da, Meixner im Angriff, hat sich ein bisschen verzettelt und Zeltweg im Vormarsch aufs Tor von Zeugswetter. Aber Graz kann es sehr gut kontrollieren. Meixner wieder die Scheibe, kontrolliert der Pass zu Strohmeier. Aufbürger Petrovic zum Niki Zierer. Und es ist eigentlich recht einfach, dass Zeltweg das Drittel überbrückt und sofort eigentlich im Drittel von Zeltweg kurzfristig, wenn jetzt noch kurzfristig zu spielen kommt, aber es, wie gesagt, es geht hin und her, da kleine Fehler, dort kleine Fehler, sehr gute Chance von Quinz, aber Zeugs wird ein Tor regeln können, ist ein bisschen langsam vom Tor geworden und heute Torchance, nur die Chance gewesen. Tadic kontrolliert wieder den Aufbau, hat aber keine richtigen Anspielstationen, Zeltweg wechselt, Stürmer kommen rein, Tadic hält lange die Scheibe auf Setzinger, jetzt ein bisschen mit Schwung, da müssen auch die anderen mitspielen, Foul an Setzinger, Bein stellen und jetzt da Nummer 10 hat das Foul gemacht vom ATC und jetzt ist die Chance, erste Powerplay-Chance für den EV Zeltweg zu verkürzen und wieder näher zu kommen. Die Nummer 10 vom ATSE, Hatzenbichler, hat die Notbremse gezogen, Setzinger sehr gut ausgenutzt und dann Beinstell gegeben. So, und jetzt das erste Powerplay. Zeltweg in der Aufstellung, beiden Forchers, was ich sehe mit Schichel. Setzinger am Eis, kontrolliert natürlich das Powerplay, da kommt seine ganze Routine heraus, hat sicher die anderen Jungs angewiesen, wo sie zum Stehen haben. Matejka spielt hinten, spielt sich sehr frei, guter Schuss, abgefälscht und blockiert. Und jetzt Graz kann sich befreien, Zeltweg sehr gut aufgestellt, hat sich aber befreien können. Hat einen sehr großen Spieler in Quinz vor dem Tor, die Zeltweger bauen wieder auf. Graz macht ein sehr gutes Vorcheck. Dietrich Winzig und jetzt sehr leicht, Matejka kommt hinein. Aber nicht Matejka, Nummer 6 von Zeltweg hat eine sehr gute Chance gehabt, aber Zeltweger hat wieder super gehalten. Die
Inhab Luardes, sehr gut gemacht, auch Erfahrung, hat in Graz gespielt, Bundesliga und auch zweite Liga, glaube ich. Jetzt ist wieder Zeltweg am Drücker, gute Aufstellung. Scherngl mit den zwei Schichelbrüdern, wollten ein bisschen zu eng spielen. Graz spielt sehr tief, mit Petrovic am Eis, Winzig am Eis, hat es gut kontrolliert. Kein hundertprozentiger Schuss, eher ein Abpraller gewesen. Und jetzt hat sich Zeltweg selber ein bisschen in die Bredouille gespielt. Ein schlechter Pass aus dem Drittel heraus. Graz kann sich befreien und spielt jetzt im Drittel eigentlich Aufbau wieder von Zeltweg. Aber Graz hat noch immer die Scheibe. Zeltweg kann sich den vier Grazern nicht abluchsen, die Scheibe. Und das macht eigentlich der Grazer Spieler sehr gut. Und jetzt hat Zeltweg natürlich schon viel verloren. Es sind jetzt mittlerweile nur mehr 8 Sekunden Überzahl. Vier Zeltweg können sich kurz festsetzen im Drittel. Und noch eine große Chance war fast, aber Graz ist komplett, kriegt den super, Hatzenbicher kriegt den Schuss und trifft nur die Stange. War ein super Konter von der Strafbank heraus und Hatzenbicher noch einen Nachschuss und das wäre sicher ein super Einstand nach der Strafe gewesen. Aber zweimal die Chance, Stangenschuss und Nachschuss. Aber es bleibt beim 2:0 für Graz. Brenkusch souverän gehalten. Wieder Graz gewinnt, sehr viele Bullis, ein guter Schuss. Dormanns keine gute Sicht gehabt und Graz kommt immer wieder schnell zu guten Möglichkeiten. Oh, jetzt ein bisschen ein Missverständnis. Opi Stromer ist den eigenen Verteidiger von hinten raufgefahren, ist mit der Scheibe nicht herausgekommen. Ein Kollege war da und es geht schon wieder zurück. Niki Zierer jetzt wollte einen schönen Pass spielen, ist sie aber nicht ausgegangen. Und Graz verliert zwar die Scheibe kurzfristig, aber immer wieder bekommen sie die Scheibe zurück. Und Kainz jetzt auch wieder ein kleiner Stockfehler und sie können nicht den Angriff starten. Zeltweg probiert jetzt einen Aufbau, kommt aber auch nicht gleich raus, hat jetzt das Drittel gut überbrückt. Setzinger war kurzfristig frei, aber der Pass ist nicht angekommen. Matejczka verteilt den Pass, Schuss von Setzinger nimmt im Tor. Und da kommen dann schon wieder mehrere Gradspieler auf Setzinger, dass er da überhaupt keine Chance hat, ein Spiel aufzuziehen. Jetzt hat er einen guten Pass an Matejka. Matejka scheitert aber an Zeugswetter. Wären jetzt gute Chancen, aggressives Spiel von Matejka. Hat eine gute Chance gehabt und probiert jetzt auch den Körper besser einzusetzen. Zeltweg mit kurzen Aussetzern, immer wieder gleich im Drittel von ATSE, aber wie gesagt wieder kurzfristig, erste Linie wechselt, hat sich wieder alles eingespielt. Zierer hinten, guter Pass, Aufbau auf Winzig. Leider ein bisschen ein Flüchtigkeitspass von Winzig und somit unerlaubter Weitschuss und das Bulli vor Zeugswetter. Zeltweg im Offensivspiel jetzt ein bisschen besser, kommen zu Chancen, aber irgendwie beim Verwerten haut es noch nicht so richtig hin. Jetzt da ein blödes Foul eigentlich von einem Stürmer von Zeltweg im Angriffsdrittel und 2 Minuten Strafe wird angezeigt. Ich glaube, es war die Nummer 22. Von Zeltweg, der einen Foul im offensiven Drittel macht man eigentlich nicht. Das war der Schernägel Christoph. Dormann war schon lange draußen vom ATC und
war ein bisschen ein, da die Nummer 14 war es, Nummer 14 ist der Saria Marco, war ein bisschen unglücklich, aber so ein Foul sollte man eigentlich nur in höchster, wie soll ich sagen, in höchster brenzlicher Lage nehmen, wenn es gegen den eigenen Tormann übergeht, aber im gegnerischen Drittel ein Stürmerfoul und wo man 2-0 hinten ist, ist sicher nicht von Vorteil. Graz spielt wieder mit Hatzenbichler und Strohmeier in der Verteidigung. Wikström, Wikström, Petrovic, Strohmeier am Eis, eigene Powerplay-Formation und versucht einen kontrollierten Aufpass. Gelingt auch recht gut, sind sofort über die blaue Linie ins gegnerische Drittel gekommen, formatieren sich jetzt, haben die Scheibe sehr gut unter Kontrolle. Zeltek spielt ein hohes Viereck, ist aber noch kein Problem, wo die Graz jetzt die Scheibe haben, spielen sie sehr tief. Schussversuch, aber Breinkutsch auf den Posten und hat da das Kurzeck zugemacht und nichts zugelassen. Kleine Reibereien, Meixner immer wieder. Seiner Körpergröße kann natürlich dort ein bisschen furchteinflößend sein und hat eine sehr große Reichweite und ist immer sehr wichtig beim Powerplay-Spiel, sicher vom Tor für die Grazer. Powerplay wird auch die Routine ausgenutzt von Chris Harand, spielt hinten mit Petrovic jetzt als Verteidigungspaar, sicher die Scheibe besser zum Kontrollieren. Graz aber zählt auch komplett mit der Einsergarnitur. Matejka und Setzinger machen ein sehr hohes Vorcheck, haben auch Glück und haben sich die Scheibe schon erkämpft. Setzinger alleine aufs Tor, Schuss knapp übers Tor. Matejka kann in Unterzahl die Scheibe gut kontrollieren im gegnerischen Drittel und so versucht halt vier Zeltwerker Graz schon im Aufbau zu stören und es gelingt ihnen eigentlich recht gut. Es sind 1,5 Minuten vergangen im Powerplay für Graz, aber sie haben sie eigentlich bis auf einen leichten Schuss noch nicht im Drittel von Zeltwerk behaupten können. Wieder ein Verzweiflungspass eines Grazer Verteidigers. Jetzt können sie sich festsetzen, haben die Scheibe wieder unter Kontrolle im gegnerischen Drittel. Die Strafe mittlerweile ist zu Ende des EV Zeltweges, aber sehr gute Chance, guter Schuss, aber auch Prenkusch sehr gut gehalten. Mittlerweile 10 Minuten gespielt und jetzt passiert einem Grazer Spieler das Gleiche, ein Foul im Angriffsdrittel, wo der Trainer sicher nicht hundertprozentig damit zufrieden sein wird. Es war die Nummer 91 von Graz. Der Krenz sitzt eine 2 Minuten Strafe wegen Beinstellung ab. Zeltek hat das Bulli gewonnen im Drittel vom ATC, spielen jetzt da sehr kontrolliert. Matejka, Setzinger, alles was Rang und Namen hat vorn. Quinz vorm Tor, ein großer Verteidiger. Verstehe nicht, warum der Schiedsrichter nicht pfeift. Zeugswetter macht schon sehr starke, sehr guter Schuss von Setzinger. Sich nicht ausgegangen als kurze Eck, sehr gut zu. Sehr schöner Pass, Setzinger, wieder Nachschuss. Vorm Tor ein Riesenwirbel. Dieser Quinz macht halt auch mit seiner Körpergröße viel aus, deckt sehr viel ab. Aber jetzt, wenn der Druck so weitergeht, dürfte Zeltweg am guten Weg sein, den Anschlusstreffer zu erzielen. 8 Minuten 52 noch im zweiten Drittel zu spielen, also noch genug Zeit, um den Ausgleich zu erzielen. Bulli vor Zeugswetter, Zeltweg im Überzahl. Kontrolliert die Scheibe, Setzinger auf allen Positionen,
wo er sich am besten fühlt wahrscheinlich, wo er am besten zum Zug kommt mit seinem Schuss, mit seinem Auge, mit seinem Passgefühl, mit Bartejczka auf der blauen Linie, spielen sehr, sehr tief, was vielleicht nicht sein muss, aber durch die Handgelenkschüsse der beiden guten Spieler könnte es natürlich immer gefährlich sein gegen Graz. So eine Unachtsamkeit kann ich jetzt nicht bestätigen, dass es abseits war, aber der Schiedsrichter hat gepfiffen und somit gilt es eigentlich. Kurz vor der blauen Linie, eine Minute noch, 4 Sekunden in Überzahl für Zeltweg. Hat aber natürlich auch gewechselt, weil es gibt ja dann noch 28 Minuten zu spielen. Und die erste Linie von Zeltweg hat gewechselt, zweite Linie ist am Eis. Graz kontrolliert die Scheibe in Unterzahl und Zeltweg versucht jetzt die Scheibe im eigenen Drittel kontrolliert aufzubauen, kommen recht gut über die rote, über die blaue Linie, aber sie können sich nicht wirklich festsetzen und Graz kann sich mit einem Weitschuss befreien. Scherndl, Forcher spielen recht gut, aber haben sie eigentlich nicht festsetzen können. Wieder Zeltweg im Angriff, guter Check des Grazers Verteidiger, aber leider wieder ein nicht so genauer Pass, kostet wieder Zeit und noch ein schlechter Pass leider. Und Zeltweg hat sich eigentlich ein bisschen durch den schlechten Pass selber verhaut, dass sie irgendwie gegen Graz Druck ausüben könnten. Graz jetzt ein bisschen offensiver im Vorcheck. Kontrolliert das, bringt immer wieder Zeltweg in Bedrängnis zu schlechten Passes, aber jetzt da im Vormarsch Matejker wieder mit Setzinger wieder am Eis, die erste Linie wird ein bisschen mehr forciert, kommt mir vor, und sie versuchen jetzt natürlich in dieser Zeit, in die zwei Dosen, sicher so schnell wie möglich einmal den Zug aufs Tor und eine kleine Entscheidung zu finden, dass sie das 2-1 machen. 2 Minuten Strafe gegen Salzgitter, hat hinterm Tor die Scheibe gefangen. Das ist die neue Regel, dass der Tormann ja hinterm Tor die Scheibe nicht blockieren darf. Und somit wieder ein Überzahlspiel für Zeltweg und die große Chance, das 1-0, das erste Tor zu schießen. Jetzt wird ein Spieler von Graz bestimmt, der die Strafe von Salzgitter absetzt. Sind sich irgendwie noch nicht einig, aber jetzt kommt die Nummer 7, wenn es das gibt. Der Sanin, Verteidiger Sanin, wird die Strafe für seinen Tormann im Zeugswetter absitzen. Erste Linie natürlich wieder am Eis von Zeltweg, Schuss von Setzinger. Meines Erachtens Stangenschuss, Scheibe ist komplett gerade wieder rausgekommen, kein Tor. Sehr gute Aktion jetzt wieder. Tadic mit Setzinger und Matejczka spielen sehr routiniert. Petrovic hat jetzt die Scheibe durch einen kleinen leichten Fehlpass hat befreien können und Zeltweg, sehr schöner Aufbau, aber trotzdem nicht. Niki Zierer mit einer Art Golfschlag in der Luft, wie er sagt, den Puck ganz weit weggeschlagen. Und das gibt wieder ein bisschen Luft für Graz. Petrovic kontrolliert, Aufbau haut jetzt irgendwie nicht ganz hin. 1 Minute 3 Sekunden noch im Powerplay für Zeltweg zu spielen. Zeltweg kann sich festsetzen im Drittel von Graz. Gute Chance auch. Schuss von aber Zeugswetter pariert. Quincy nimmt immer wieder die Sicht für Zeugswetter weg. Gute Schüsse von der blauen Linie. Aber sobald Zeugswetter irgendwie eine gute Sicht hat,
ist es eher sicher, dass er die Scheibe noch kontrolliert fangen kann. Schernegger, Forcher und die zwei, also Schernegger und die zwei Forcher-Brüder wieder am Eis, zweite Powerplay-Linie, haben sich festsetzen können. Ein bisschen zu statisch meines Erachtens, war ein Verlegenheitsschuss, nicht das Tor getroffen und sofort wieder der neue Aufbau von Celtic, aber weit, weit weg vom gegnerischen Tor im eigenen Drittel. Wieder ein Fehlpass, Eising, und irgendwie dürfte die zweite Powerplay-Linie noch nicht so richtig in Fahrt sein. Ja, mittlerweile sind nur mehr 4 Minuten 57 im zweiten Drittel zu spielen. Spiel war ein bisschen bestimmend von den Powerplays, was jetzt waren, aber Graz kontrolliert das Match recht gut. Zeltweg ist vielleicht ein bisschen gehandicapt, wie der Christian Popatnik gesagt hat, mit zwei Ausfällen, weiß nicht, wer jetzt genau fehlt, aber sie können halt einfach nicht den Druck noch zum Tor bringen, um jetzt das Spiel für sich zu entscheiden oder an sich zu reißen zumindest. Atesee mittlerweile komplett. Atesee schon wieder ein Aufbau. Mit zwei Pass hat man gesehen, sehr schön das Mitteldrittel überbrückt und sofort eine gute Chance gehabt. Jetzt ein Foul. Meines Erachtens könnte es ein Cross-Check gewesen sein von der Nummer 13 Schichel von Zeltweg. Und jetzt hat nach zwei Powerplays für Zeltweg gibt es jetzt ein Powerplay für den ATSE Graz. Das Bulli vor Brenkusch im Drittel von Zeltweg, dass der ATSE gewinnen hat können und kontrolliert jetzt eigentlich mit relativ wenig Nachdruck die Scheibe im Drittel von Zeltweg. Zeltweg im Konter mit Setzinger ganz stark alleine vom Tor. Guter Schuss, aber auch gut abgewehrt vom Verteidiger. Oder Harand ist jetzt eingesprungen als Verteidiger. Natürlich, weil er beim Powerplay für Graz in der Verteidigung gespielt. Und jetzt hat Graz wieder die Scheibe unter Kontrolle. Powerplay-Aufbau durch Petrovic. Zierer kommt ganz locker über die blaue Linie. Könnte das Spiel ein bisschen verzögern. Weitschwim hat es auch gemacht. Sehr guter Schuss. Winzig vom Tor ein bisschen abgedrängt. Aber Graz noch immer und in Scheinbesitz. Probiert das Spiel. Das Spiel ist sehr schön, aber der Nachdruck fehlt jetzt ein bisschen auf das 3:0. Und das war eher von Niki Zierer ein Schusserl wieder aufs Tor, wo Brenkunsch natürlich Danke sagt, kontrolliert, Scheibe runternimmt, bisschen Zeit gewinnt, Zeltweg ist eine Unterzahl und somit wieder das Spiel beruhigen kann. Das Bulli von den Grazern wieder, haben die Scheibe im Besitz, suchen die freie Bahn, spielen meines Erachtens sehr schön, vielleicht ein bisschen zu schön, dadurch fehlt halt die Effektivität, aber bei 2:0 kann man natürlich auch schon ein bisschen probieren, schon besser spielen und den Druck vielleicht so zu spielen, dass man auch in ein leeres Tor trifft. Wieder super Pass. Graz kontrolliert das Powerplay, guter Schuss, leicht daneben, Brenkusch hat ihn glaube ich noch berührt, 7 Sekunden nach, dann ist wieder Zelte kommt und ein Schuss von Ruppe Strohmeier, wieder kein scharfer Schuss, war sehr viel Verkehr und schießt jetzt eigentlich Graz zum 3:0 und war eher vom Druck her überhaupt nicht die Situation da, dass das 3:0 aus diesem Powerplay führt.
führt. Und jetzt 2 Minuten 19 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels muss sich jetzt Zeltwerk, glaube ich, verdammt viel einfallen lassen, um die Chance noch für den dritten Tabellenplatz zu wahren. Und kurz vor der dritten Pause, der dritte Treffer für unsere Jungs nach Zuspiel der Nummer 11, Simon Weimann. Und Zuspiel der Nummer 5, Lukas Strohmeier. Das Tor der Nummer 16, Nikola Mörkel. Nikola Spielstand. 3:0. Nikola Mörtel war der Nutznießer vom schwachen Schuss von Gruppe Strohmeier, dadurch, dass er noch vor dem Überqueren der Linie eigentlich noch abwechseln können. Zeltweg kommt mir jetzt vor, ein bisschen die Luft draußen, ein bisschen planlos, kommen irgendwie sehr langsam nur vom eigenen Drittel heraus und auch mit keinem Druck über die neutrale Zone Graz und abfangen können. Petrovic ist schon wieder auf der roten Linie, kontrollierte Pass von Graz, sie haben keine Eile, wie ich schon gesagt habe, schöner langer Pass, konnte nicht kontrolliert gestoppt werden, aber bei Zeltweg ist irgendwo reagiert zurzeit irgendwo die Planlosigkeit. Graz kann das ausnutzen, kontrolliert sehr die Scheibe. Petrovic wieder vorn, baut sich sehr viel vorne in der Offensive ein, weit vorgezogen als Verteidiger. Und Graz kann sich schon wieder festsetzen im gegnerischen Drittel mit schönen Passes und wieder eine gute Chance. Und jetzt aber der Konter, wieder über Setzinger. Erste Linie, Matejka wartet ab. Kommt aber nicht zum Puck. Sind noch 30 Sekunden auf der Uhr im zweiten Drittel. Zeltweg hat jetzt im Drittel ein bisschen die Nase vorn. Aber Graz kontrolliert sehr gut. Und Matejka kommt gegen 4 Spieler nicht alleine durch. Fahrt jetzt noch zurück. Schiedsrichter haben das nicht gesehen. Ist jetzt ein kleines Geplänkel. Vor dem Tor, 8 Sekunden vor Schluss, gehört dazu. Matejka fühlt sich ein bisschen vor den Schiedsrichtern in den Stich gelassen, hat vielleicht ein, zwei kleine Haken bekommen vom Grazer Verteidiger, aber es ist nichts passiert, aber es ist natürlich auch schwer, bei einer so guten Verteidigung oder wie der ATC im eigenen Drittel spielt, alleine immer wieder durchzukommen. Acht Sekunden vor Schluss, das Bulli vor dem Tor von Brenkusch. Das Bulli hat zwar der ATC gewonnen, aber das Drittel ist zu Ende. Und es bleibt, oder ist jetzt das 3:0. Und wir werden sehen, was sich Zeltweg einfallen lässt. Ja, Nikola, zuerst einmal Gratulation zum Tor. Okay. Eigentlich bestimmt sich das Spiel recht gut. Es ist jetzt ein bisschen Hektik aufgekommen und mir kommt vor, ihr habt das Powerplay nicht so wirklich 100% gespürt, dass unbedingt das dritte Tor vorher schießen habt. Ja, es war generell ein sehr hektisches zweite Drittel, vor allem sehr viel Strafen. Und durch die Strafen hat Zeltweg gut das Spiel zukommen lassen. Die haben eine gute erste Powerplay-Linie und das hat ein bisschen Hektik in die Partie gebracht, auch in unser Powerplay. Hat der Rupp jetzt ein bisschen gemeint, soll das Spiel jetzt den Sack zumachen oder lässt es jetzt kommen? Zeltweg ein bisschen drei Tore Vorsprung, ist ein bisschen ein Polster, aber ich glaube eher, ihr wollt schon sicher spielen und das Spiel gewinnen und Zeltweg keine Chance mehr geben für den dritten Platz, oder? Ja, genau so ist es. Jetzt wollen wir mal in der Pause schauen, dass wir rüberkommen, das stressige zweite Drittel einmal abhacken und dann im dritten Drittel hinten solide stehen und jetzt muss Zeltweg kommen und wir können quasi sicher spielen. Richtig, dann alles Gute noch, ab in die Kabine und ein bisschen noch ausreiten, was gemacht wird und dann bis zum Spiel. Danke. Natürlich jetzt da ein bisschen irgendwann bei 3:0, letzte Drittel. Was glaubst du, wird euch noch einfallen, irgendwie so schnell wie möglich die Tore zu schießen? Ich glaube selber, du weißt es ganz gut. Im Eishockey, in 20 Minuten kann relativ viel passieren.
Aber es ist klar, wir uns fehlen die Kleinigkeiten und ein bisschen Glück. Also weil ich glaube, die Chancen sind da. Wir sind definitiv einmal nicht die schlechtere Mannschaft, aber es hüpft aber nicht rein. Wie gesagt, hinten habe ich gesehen, seid ihr ein bisschen unkonzentriert, aber vorne offensiv beim Powerplay war wieder ein bisschen Pech dabei. Aber wie du sagst, was könnt ihr jetzt noch mehr Druck oder seid ihr schon eher ein bisschen miert? Oder es hüpft halt nicht rein, aber was machen wir jetzt dagegen? Also wir geben sicher nicht auf, wir haben jetzt noch 20 Minuten. Es ist klar, mit dem engen Spielplan und so, dass vielleicht die Vier so ein bisschen schwer werden. Aber wir werden da jetzt noch mal alles versuchen in den 20 Minuten. Und wie gesagt, da kann einiges passieren. Im Eishockey sind wir nicht beim Fußball. Also heißt jetzt alles zusammenreißen, richtig, wir sind beim Fußball. Zusammenreißen, schauen, dass ihr einfach Druck ausübt. Und was halt noch, es ist halt das Spiel der Spiele fast eigentlich. Wenn sie heute gewinnt, dann ist die Chance noch da, dass wirklich unter die letzten drei kommt, nicht? Absolut, wir werden nicht viel was anderes machen als die ersten zwei Drittel, weil die Chancen waren da. Das habt ihr gesehen, das haben wir alle gesehen. Es war halt gut. Wir werden jetzt einmal vielleicht ein dreckiges Tor brauchen, das irgendwie reingeht und vielleicht Platz dann der Knoten. Alles Gute und du dich kurz erholen in der Kabine drinnen. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, liebe Eishockey-Fans, wir sind zurück und gleich eine Riesenchance von Oliver Setzinger, die natürlich alles versuchen werden, glaube ich, jetzt so schnell wie möglich ein Tor zu schießen. Und ich muss jetzt schauen, ob Umstellungen hat es, glaube ich, keine gegeben. Vielleicht ein, zwei Linienwechsel, aber Dean Hopley ist am Eis, Matejczke ist am Eis, Setzinger, also die geballte Kraft bei Zeltweg. Und Graz aber in Angriff durch Kenz, wieder ein guter Schutz, wieder viel Verkehr vom Tor, abgefälscht, aber kein Tor. Gute Abwehr von Zeugswetter durch einen guten Schuss von einem Zeltweger. Zeltweg reklamiert auf Abseits, waren kurzfristig irgendwie unter Druck und haben eigentlich gehofft, dass der Linienrichter abseits pfeift und so sind sie in Bedrängnis gekommen.
So, Bulli wieder vorm Tor vom Zeugzwecker, der heute eine sehr gute bis eine sehr gute Partie spielt, immer ziemlich kontrolliert die Schüsse abwehrt, die Verteidiger hilft, die den Puck auf die Seite wirft und so keine Nachschüsse zulässt. Zeltweg im Aufbau, zweite Linie, kommen nicht mit dem richtigen Druck oder mit der richtigen Geschwindigkeit über das neutrale Drittel. Somit tun sie sich natürlich sehr schwer, gegen die gutstehenden Grazer ins gegnerische Drittel zu kommen und dort eigentlich einen Druck aufzubauen. Graz wieder im Angriff mit einem Befreiungsschlag in das Drittel der Zeltweger. Zeltweg sich befreien können, Konter durch Forcher. Forcher, Schichli und dann die beiden Forcher-Brüder am Eis. Kommt gut durch, tankt sich durch, aber der Schuss war zu schwach. Zeuswecker kann die Scheibe blockieren und wieder ein bisschen eine Pause für die Mannschaft, die jetzt zum Wechsel nutzen. Graz kommt jetzt wieder mit Winzig, Zierer, Haas, Wikström und Petrovic gegen die dritte Linie von Zeltweg, Bobatnik, Quinn, Czernegl, Herzl und Tadic bleibt immer sehr oft am Eis. Er ist der fünfte Verteidiger und rotiert auf der rechten Seite und bekommt sehr viel Eiszeit. Zeltweg kann sich ein bisschen festsetzen, probiert hinterm Tor einige Pass, kommt vor das Tor, Tadic wieder versucht immer jetzt Bobatnik frei zu spielen, aber Graz ist hinten so stark, dass sie eigentlich nichts anbrennen lassen zurzeit. Wieder Tadic, der sehr viel Eiszeit bekommt, fast keine Fehler macht, aber jetzt die große Chance, schöner Pass und wieder ein schöner Spielzug, aber im letzten Abdruck funktioniert es einfach bei Zeltweg nicht, noch nicht. Graz schon wieder im Angriff über Conny Krenz. Er hat das bisschen provoziert. Kann man geben, das Foul hat ausgeschaut. Nummer 21, Panzer, muss die Straße absitzen. War eigentlich nicht zwingend die Strafe, müsste man nicht geben, aber Schiedsrichter, der weit weg gestanden ist, hat es besser gesehen und somit hat er die Strafe angezeigt und Graz jetzt wieder im Powerplay. Gutes Bulli der Grazer, kontrollieren die Scheibe. Puppi Strohmeiger auf der blauen Linie, Dreimann, Meixner und Bernd Strohmeier am Eis. Zeltweg kann sich befreien, kommt sogar zu einer Konterchance durch Matejka, trifft aber das Tor nicht. Setzinger am Eis, Dienhoppel am Eis, also wieder die komplette Routine. Zeltweg kontrolliert jetzt die Scheibe mit vier Leuten im Drittel der Grazer. Sie müssen natürlich alles versuchen. Ein Schlenzer von Setzinger, sehr hoch, Tormann, Zeugswetter war ein bisschen die Sicht verstellt, aber Scheibe ist knapp ans Tor vorbeigegangen. Und jetzt kommt Graz wieder zu einem geregelten Aufbau und könnte jetzt mal beim Powerplay zeigen, wo sie noch die Stärken jetzt nutzen können. Zeltweg macht sehr hohes Vorcheck, Graz ist aber schon im Drittel. Der Zeltweger, schlechter Pass, schlechte Aktion. Schergl fährt schon wieder einen Konter auf Zeugswetter, verzettelt sich ein bisschen, spielt natürlich jetzt auch auf Zeit, denn sie sind doch noch in Unterzahl, aber Graz ist nicht zwingend präsent jetzt, dass sie unbedingt das Powerplay für sich entscheiden wollen und vielleicht doch noch das vierte Tor zu schießen. Petrovic ist jetzt leicht ins Drittel gekommen, zu Winzig, noch einmal Petrovic, sehr gute Kombination, spielt die Routine mit, schöner Pass von Petrovic auf den Verteidiger, Winzig immer wieder an der Scheibe, technisch einer der besten Spieler, glaube ich, in dieser Liga.
Petrovic auf der blauen Linie. Mittlerweile Zeltweg wieder komplett und durch Panzer gleich von der Strafbank eine gute Chance. Ein 2:0 gegen Zeugswetter, aber Zeugswetter lässt den Zeltweger keine Chance und ist Bulli vorm Tor der Grazer, aber keine, wieder das letzte Tüpfelchen auf die Knie hat gefehlt und sie konnten nicht einschießen. Wieder knapp 5 Minuten gespielt im dritten Drittel und jetzt muss sich Zeltweg, glaube ich, ein bisschen was einfallen lassen. Zeltweg hat die Scheibe im eigenen Drittel wieder ergattert, lässt sich Zeit beim Aufbau, will es kontrollieren, dass sie vielleicht besser Druck ausüben können. Nummer 17 vom Zeltweg, Rohrer, sehr guten Aufbau, aber wieder vorne Kühns an der Scheibe mit Motatnik am Eis und Schernegel. Es findet sich irgendwie keine richtige Lücke, dass man das Mitteldrittel schnell überspielen kann. Graz ist sehr präsent und wenn es darauf ankommt, machen sie ihre Arbeit sehr gut und sehr konsequent. Setzinger probiert es wieder alleine, ist sehr schwer durch drei Grazer mit Madecker am Eis. Sehr schöne Kombination. Dienhoppel immer wieder brandgefährlich, wird immer wieder gut eingesetzt von Setzinger und Matejka, aber wieder sehr gute Chance, sehr guter Schuss, gute Aktion von den Zeltwegern, aber wie gesagt, der letzte, das Tüpfelchen am I-Feld, es sind Schüsse da, aber nicht wirklich zwingend, das ist, sie dominieren jetzt das Spiel, sie kontrollieren es. Und jetzt da ein Flüchtigkeitsfehler von Dieter Winzig, Haken an Matejka, war sehr gut in Position gegangen und wie gesagt, Powerplay jetzt wieder für Zeltweg. Einzellinie wird ganz kurz herausgenommen, um ein bisschen zu verschnaufen. Zweierlinie mit Schichel, Forcher Daniel, Forcher Andi, Saria und Rohrer meines Erachtens am Eis. Während die erste Linie ein wenig zu Kräften kommen lassen, glaube in ein paar Sekunden wird sicher wieder die erste Baublinie von Zeltl kommen und noch einmal den letzten alles herauspressen, was möglich ist, weil 12 Minuten 33 sind noch zu spielen und ein Tor wäre jetzt schon ganz, ganz wichtig und würde Zeltweg sicher noch weiter im Rennen halten. Wie gesagt, Zeltweg im Angriff, können sich ein wenig festsetzen, lassen die Scheibe laufen, aber ein Grazer wieder dazwischen gekommen, kontrollieren die Scheibe, weggeschossen. Eine Minute, 50 Sekunden sind genau gespielt im Powerplay. Zeltweg wechselt, erste Linie am Eis, kontrollierter Aufbau. Matejka nimmt das zu sich, zu Quinz. Quinz, der große Spieler, stellt sich meistens vor Tor, nimmt sehr viel Sicht weg, nimmt, hat sehr großen Radius für Nachschüsse und Leute zu blockieren. Setzinger, guter Schutz. Dienhoppel wieder kurz gescheitert. Und es gewinnt der Puck heute bei Zeugswetter nicht hinein aus Zeltweger Sicht. Aufbau durch Setzinger mit Matejka, die verstehen sich sehr gut, sehr, sehr viel Routine, wie gesagt schon. Matejka vom Tor, vergisst aber die Scheibe aufs Tor zu schießen und ist auf der anderen Seite vom Tor wieder hinausgekommen. Wieder gute Kombination, Setzinger und Matejka positionieren sich
durch den guten Schuss von Setzinger natürlich, kommt er in richtige Position. Kampf am Tor. Wie gesagt, das letzte fehlt. Sie haben noch den Pass, die Kontrolle und Graz kann sich befreien. Spielerisch sehr gutes Powerplay, aber leider fehlte heute das letzte Tüpfchen auf den I und es ist nicht zum Torschuss, zum Tor gekommen. Zeltweg weiter im Vormarsch, zweite Linie wieder. Graz blockiert sehr gut, defensiv ganz gut, kleiner Flüchtigkeitsfehler, aber Zeltweg kann es nicht 100% nutzen. Ein Hin und Her, fast Geplänkel möchte ich sagen, im Mitteldrittel, keiner kann die Scheibe richtig kontrollieren. Sie versuchen beide Mannschaften jetzt immer wieder zu einem schönen Aufbau zu kommen. Graz hat es auch jetzt geschafft, sich kurz festzusetzen. Wieder ein Pass auf den Eisschuh und die Scheibe ist schon wieder über das Mitteldrittel in das Drittel von Graz gekommen, die sofort eine Aufbauversuchung. Scheriau, super Spielzug, Prenkusch sehr gut gehalten, eine sehr große Chance, sehr schöne Chance für Graz, aber im Gegenzug Quinz mit der Patnik, aber die Scheibe kommt gar nicht vors Tor vor Zeugswetter. Zeltweg wieder im Aufbau, im Scheibenbetitz im eigenen Drittel, Tadic macht das wieder sehr gut, jetzt wieder sehr lange im Eis gestanden, Popatnik wieder zu Tadic, es geht weiter, Tadic stankt sich vor, guter Pass, aber leider kein Abnehmer von den Zeltwegern Stürmern, sind nicht so weit. Wieder Geplänkel vor dem Tor, Zeugswetter weiß kurz nicht, wo die Scheibe ist wieder hinterm Tor, Zeltweg noch in Scheibenbesitz, setzt sich durch, der Zeltweger Verteidiger irgendwie zu statisch, sehr, sehr schwer einen guten Schuss zu bekommen vom Tor. Popatnik versucht es, der Spielertrainer, aber Zeugswetter auf dem Posten am Boden hat die Scheibe 8 Minuten 44 vor Schluss des Spiels. Beide Mannschaften lassen sich Zeit beim Wechseln, um Kräfte zu sparen und die ganze Kraft beim Bulli und beim Angriff zu haben. Spielen wieder sehr kontrolliert, Zeltweg, aber mit diesen Schüssen kommt man heute nicht an, obwohl voll Verkehr, viel Verkehr ist und schon wieder Graz über Krenz am Vormarsch kommt runter. Sehr schöne Chance, aber Prenkusch am Posten, sieht man, gute Routine vom Tormann der Zeltweger und er hat es eigentlich recht gut pariert. Wieder das nächste Bulli von Prenkusch im Zeltweger Drittel. Graz gewinnt das Bulli. Jetzt wurde das Tor verschoben, konnte aber nicht richtig eine Strafe, glaube ich, aussprechen. Es war Gerangel vom Tor. Bei beider Spieler hat es keine Gehässigkeiten gegeben und also es wird das Bulli wieder dort fortgesetzt, wo der Puck gewesen ist und vom Tor vor Trenkusch und richtigerweise keine Strafe von den Schiedsrichtern. Erste Linie von Zeltweg gegen die zweite Linie von Graz, winzig die Scheibe, auch sehr, sehr ein guter Techniker, ein guter Schuss, Prenkusch aber gehalten, ist kein Problem für den Torwart. Graz kann sich schon jetzt wieder gute 30, 40 Sekunden festsetzen im Drittel. Mit den Bullis gewinnen die Bullis, haben die Schüsse, Linienrichter pfeift ab anscheinend und die Scheibe war noch nicht freigegeben vom Head-Schiedsrichter, also wieder Einwurf.
Wieder sehr gutes Pulli. Quickenstrand, ein guter Schuss. Parieren können, zweite Linie vom Zelt weg. Konnten sich kurz in das Drittel befreien von Graz, aber schon wieder ein Konter eines ATC-Spielers. Er reklamiert Foul. War meines Erachtens kein Foul. Zira Niki wollte einen Foul gesehen haben und das bekommen, aber statt dass er weiterfährt, hat er die Scheibe aufgegeben. Graz hat sie aber schon wieder, weiter Pass, nicht angekommen. Tadic sieht ihn jetzt auch schon ein bisschen, glaube ich, gekennzeichnet durch seine vielen Einsätze. Kontrolliert das Spiel von hinten heraus. Aber ob die Kraft jetzt noch da ist, so anzupressen, dass man Graz 7 Minuten 10 vor Schluss noch in Bedrängnis bringen kann, wird sehr schwer sein. Unerlaubter Weitschuss, Grazer Spieler wollte befreien oder wollte einen Pass machen und somit wieder 6 Minuten 54 vor Schluss, das Bulli vor Zeugswetter und der wird natürlich alles versuchen, seinen Kasten sauber zu halten. Kampf im eigenen Drittel von Graz, hoher Stock, Linienrichter pfeift ab, nichts passiert, keine Gehässigkeit, keine Strafe, Bulli bleibt vor Zeugswetter und es geht weiter im Drittel der Grazer, aber Zeltweg kommt einfach nicht richtig in die Spur und denen würde halt sehr, sehr gut tun ein schnelles Anschlusstor. ATC macht es sehr gut, versucht sie im Drittel beim Aufbau schon zu stören. Ist natürlich dann ein sehr weiter Weg für Zeltweg, immer wieder ins Drittel der Grazer zu kommen. Gehen jetzt sofort wieder wechseln, die dritte Linie, erste Linie ist wieder voll präsent und versucht wahrscheinlich wieder mal sehr viel Druck zu geben. Schöner Pass auf Setzinger, ist natürlich sehr tief gekommen. Der Pass kommt nicht wirklich zur Chance und jetzt ein 2 gegen 1, 2 gegen 0 Situation, aber sehr verspielt und sehr schlampig gespielt von den zwei Stürmern und somit haben sie eigentlich das 4 zu 0 auf der Schaufel gehabt und eigentlich lässig hergeschenkt. Zelter kann sich wieder festsetzen, macht ein bisschen mehr Druck, aber kommt wieder nicht zum letzten guten Schuss, dass man Zeugswetter in Bedrängnis bringen könnte. Läuft natürlich sehr viel immer wieder über Setzinger, Matejczka, Dinhoppel. Setzinger wieder zwei Spiele auf sich gezogen. Der Pass ein bisschen ungenau, hat man nichts anfangen können. Sehr schöner Check von Matejczka, ein Gerangel. Aber das ist natürlich auch ein bisschen die Frust, was jetzt schon bei Zeltweg mitspielt. Da jetzt schon die Kräfte ein wenig schwinden wahrscheinlich und vor allem die Zeit. 4 Minuten 48 ist noch zu spielen und Zeltweg braucht mindestens einmal 3 Tore und vielleicht in der Overtime dann das 4. unbedingt. Sehr harter Kampf jetzt. Wie gesagt, Zeltweg schmeißt alle Mann nach vorn, mache ein bisschen einen Wirbel im Drittel von Graz. Gibt natürlich Graz immer wieder die Möglichkeit, kleine Konterchancen auszunutzen. Aber man sieht auch schon bei Winzig ein bisschen die Kraft geschwunden. Aber sie können es sich ein bisschen leisten, dadurch mit einem 3-0-Polster 4 Minuten verendete Schluss. Das nach Hause zu spielen, besteht die Möglichkeit schon sehr, dass das durchgehen wird.
Wieder eine kleine Spielerei eines Grazer Spielers, eines Zeltweger Spielers. Graz eine gute Torchance gehabt, aber kein Tor geschossen. Graz hat es jetzt wieder unter Kontrolle, den Aufbau. Pass war nicht hundertprozentig gut. Zetzinger konnte sich die Scheibe ergattern im Mitteldrittel, macht Druck, versucht Dinoppel wieder frei zu spielen. Guter Schuss, aber Zeugswetter auch sehr gut am Posten. Sehr viel Verkehr, wird wieder Zetzinger gesucht. Kleiner Stockfehler auf der blauen Linie, neuer Aufbau, wieder weiter weg. Wieder Matejczka, sehr viel Glück eines Grazer Verteidiger. Klopft circa von einem halben Meter die Scheibe runter. Gehört dazu, das Glück des Tüchtigen. Strohmeier vorm Tor. Bernd Strohmeier wollte einen schönen Spaß spielen. Haben noch unter Kontrolle die Scheibe der ATSE. Kenz über die Scheibe drüber gefahren. Aber Graz kämpft sogar im Angriffsdrittel noch sehr gut, um Zeltweg ja enorm zu erschweren, dass sie mit voller Wucht und voller Schwung noch reinkommen ins gegnerische Drittel. So, Zeltweg wieder mit der zweiten Linie im Angriff. Leider ein schlechter Pass, aber Hybrid-Eising ist zum Spiel gekommen. Die Zeltweger haben noch getoppt, wie Sie gerade gehört haben von Ansprechern. Zwei Spielminuten sind noch. Niki Ziere wieder mit einem schönen Pass, aber zu ungenau. Und Dieter Winzig wieder da, wieder auf Zierer. Zierer eine gute Chance, Brenkusch gehalten. Und jetzt das Bulli, 1 Minute 43 vorm Tor von Brenkusch. Ich möchte mich heute nochmals bedanken bei der kleinen Zeitung für die gute Werbung für dieses Spitzenspiel. Das Spiel hat sehr, sehr gute spielerische Akzente gehabt. Der Kampf war sehr groß. Zeltweg musste alles versuchen. Und natürlich auch danke für die schönen und guten Bilder von GmbH Media. Zeltweg versucht es noch einmal. Natürlich wieder Setzinger, Matejka, Dinhoppel. Voll im Angriff und der letzte Pass will heute einfach nicht kommen. Und Setzinger Fuch versucht es schon wieder. Zwei Grazer an ihm. Dinhoppel freigespielt, Matejka einen leichten Schuss, aber nicht zu überwinden mit diesem Schuss an Zeugswetter. Tadic schaut sich auch nach vorne ein aufs kurze Kreuzeck und wieder ist Zeugswetter hier. Mittlerweile nur mehr 47 Sekunden zu spielen und man sagt, im Eishockey ist alles möglich, alle Tore sind möglich, aber ich traue mich zu sagen, dass in jetzt nur mehr 38 Sekunden drei Tore für Zeltweg sicher nicht mehr möglich sind. Und somit wird Zeltweg, wie es aussieht, wenn ich richtig gerechnet habe, leider das obere Playoff nicht schaffen in dieser Gruppe. In der ÖHL und hat jetzt die nächsten drei Spiele sicher noch Zeit, sehr viel Mannschaftliches auszuprobieren, junge Spieler kommen zu lassen, sich ein bisschen regenerieren und somit die Saison dann ausklingen lassen. Wieder ein guter Schuss, aber Zeugswetter hat wahrscheinlich jetzt drei Hände und er lässt kein Tor mehr zu. Letzte Bulli, 4 Sekunden vor Schluss vom Tor von Zeugswetter. Die werden sicher die Männer kontrollieren. Die Luft ist auch jetzt bei Zeltweg ein wenig draußen und somit das Spiel heute ATSE gegen Zeltweg, was ein bisschen gegen den Vorverlauf gestimmt hat, 3:0 für den ATSE.
Ja, Zeuge, Gratulation zum Sieg, zum souveränen Sieg, was man sagen muss, aber ich habe gesehen, zum Schluss hast du schon irgendwie drei Hände gehabt, weil nachher war es ein bisschen chaotisch, ein bisschen die Mannschaft ein bisschen müde waren vielleicht und du noch immer hinten gestanden mit fast drei Händen. Nicht? Also die Burschen haben echt gut gearbeitet vor mir und heute war es irgendwie Spaß zu spielen und da, weil vor allem da sind die Rebounds weggenommen worden und die ersten Schüsse waren eigentlich mehr von außen. War auch gute Mannschaftsklasse. Ich habe gesagt, beim Powerplay haben sie natürlich sehr forciert, Dienhoppel, Setzinger, Matejka, aber der Quinz vom Tor war ein bisschen ungut, habe ich da im zweiten Drittel gesehen, da muss ich eigentlich sagen, hat der Schiedsrichter ein gutes Auge gehabt, weil ich hätte schon mal zwei Minuten gegeben. Ja, wie schaut jetzt der Fahrplan aus? Ihr habt jetzt ein bisschen Pause. Glaube ich, bis zum Playoff-Start. Nein, ein Match ist noch, glaube ich. Freitag und dann habt ihr noch ein bisschen bei Zeltweg ein paar Nachholpartien, oder? Genau. Am Freitag spielen wir auswärts gegen Zeltweg. Da wird der Alex im Tor stehen. Der wird die Sache auch sicher super machen. Und ja, da wollen wir wieder drei Punkte holen. Dann Gratulation und feiert es nicht so lange. Machen wir. Danke. Ja, Christian, vor dem Match haben wir gesagt, der Angriff wird, offensiv wird Feuer entflammen. Es war, kommt mir vor, offensiv, vor allem im dritten Drittel war es sehr viel, aber es hat der letzte Schritt zum Tor und fürs Tor gefällt, kommt mir vorkommen. Ja, der Vorredner war einfach zu gut. Wenn du im Eishockey kein Tor schießt, dann kannst du nicht gewinnen. Wir haben im zweiten Drittel drei Powerplays gehabt, einen Lotenschuss oder zwei Lotenschüsse rein. Wenn du nichts rein tust, kannst du keine Partie gewinnen. Hut ab, der Zeuge hat wirklich super gespielt in der Partie gewesen. Das muss ich auch sagen, die Tormänner waren beide. Ich habe auch ein Tor gekriegt, wo man nicht richtig gesehen hat. Das erste war, glaube ich, ein bisschen umstritten. Aber man hat nicht gesehen, dass das ein richtiger Schuss war. Und wie schaut jetzt der Fahrplan für Zeltweg weiter aus? Wenn jetzt junge Spieler ein bisschen forciert, habt ihr noch junge Spieler? Du wirst jetzt ein bisschen probieren oder wirst du weiterspielen? Oder naja, wie ist jetzt der Fahrplan bis Saisonende? Der Fahrplan ist, wir bringen das jetzt zu Ende. Dann heißt es Kopf hoch und weiter geht's. Wir werden mit unter Zwarer jetzt da, das haben wir im Semifinale gegen Langenwang. Da sind wir wenigstens da ins Finale kommen und den Titel haben wir unser KM2. Ja, und was es nächstes Jahr gibt, was für Liga, steht ja eh noch in den Sternen. Es wird weitergehen, Zeltweg, wie auch immer. Ja, dann wünsche ich gute Heimfahrt und alles Gute. Wir hören uns. Servus. Ja, noch einmal recht herzlichen Dank an GmbH Media für diese super Übertragung. Heute wieder aus dem Eisstadion Liebenau, zweite Halle, Halle B. Und wir werden uns hoffentlich bald wiedersehen beim nächsten Spiel ATSE oder wie auch immer. Die OHL wird wieder übertragen und gute Nacht wünsche ich noch.